Von gut bürgerlich bis Burger, von Crossover über mediterran bis hin zum Pfannkuchen. In Leverkusen gibt's die volle Bandbreite. Also für mich ist das ein Teller, der eigentlich perfekt ist. Aber nachhinein merke ich, dass es ein bisschen mehr Richtung durch. Welches Konzept überzeugt die Konkurrenz? Dieser Jus, was ich auf meinem Teller habe, schmecke ich gar nicht. Meine Hauptspeise habe ich nicht verstanden. Das soll man vermeiden als Koch, ja. Die Soße, die ist auseinandergegangen, macht das ganze Gericht eigentlich nicht mehr zu dem, was es sein soll. Es läuft nicht so gut. In Christophers Wirtshaus Herzogenhof fängt die Woche an. Und wir werden gewinnen, weil ich eine hochmotivierte Mannschaft hinter mir habe. Und dann so eine Keule. Also das war ziemlich sehr leblos. Ich würde definitiv, wenn ich noch mal hier hinkommen würde, das nicht bestellen. Weil es gab ja keine Ersatzwurst. Das ist verständlich. Das erwartet uns in und um Leverkusen herum. An Tag 1 zeigt Sternegastronom Christopher, dass er auch gut bürgerlich kann. In Schahandis dickem Bub dreht sich alles um den Burger. An Tag 3 demonstriert Max im Kristallhotel, wie gehobenes Crossover geht. In Marinos Glashäuschen machen die Gaumen Urlaub am Mittelmeer. Und in Zerifs Pfannkuchenhaus erwartet uns ein deftiges Finale. Die Woche beginnt im 16.000-Seelenort Odenthal im Naturpark Bergisches Land. So, ich freue mich auf diesen Wochenstart. Eigentlich sind wir 4 Tage in Leverkusen und Umgebung. Heute starten wir aber in Odenthal, also das gehört, glaube ich, zu Bergisch Gladbach, bei einem echten Freund von mir, der Christopher Wilbrand. Normal ist er da hinten zu Hause mit seinem Bruder und hat einen Michelin-Stern, seit 20 Jahren, glaube ich schon. Also absolut kulinarisch Star. Und wir haben ein neues Baby und das geht schon ein paar Jahre lang. Und das ist da, Herzogenhof. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich im Wettbewerb Wirtshausküche, aber das Ganze auf einem schön gehobenen Standard, okay? Nicht abgehoben, aber gehoben. Das ist der Christopher. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, geht er als Gastgeber durch die Gegend die Woche oder kocht er heute auch live für mich? Schauen wir uns an. Christopher hat das Wirtshaus 2021 übernommen. Und was isst man hier zum frisch gezapften? Das Wirtshaus Herzogenhof fährt das Konzept mit Brauhausküche und Wirtshausküche mit regionalen Bezügen. Klingt gut, aber was genau heißt eigentlich Wirtshausküche? In der Küche machen wir sehr gerne Schmorgerichte aus der regionalen Jagd zum Beispiel oder auch Fische aus der Region. Und das macht halt sehr viel Freude. Das ist der Eindruck eben eines neuen Wirtshauses, ne? Also schon auch in die Neuzeit geholt, paar neue, moderne Aspekte. Trotzdem merkt man, Gemütlichkeit, Wirtshauscharakter ist absolut gegeben. Sehr schön. Nur warum bindet man sich neben einem Sternelokal noch ein Wirtshaus ans Bein? Gastronomie kenne ich natürlich schon seit den Kinderschuhen. Und ich bin Vollblut-Gastronom mit Herz und Seele und Leib und allem, was dazu gehört. So, da scheppert schon. Guten Morgen. Hallo, der Mike, hi. Mike, hi. Grüße dich. Freut mich sehr. Geil. Und schön, das Mikro dicht machen. So ist es mit Freundschaft. Servus. Wir kennen uns auch vom letzten Mal noch. Gell? Hallo da hinten. Schön, dich zu sehen. Ja, sehr cool. Ach, das ist ja geil. Wie ist denn das passiert, dass du mitmachst hier mit deiner Mannschaft? Ihr habt angefragt. Geil, ja, richtig geil. Da habe ich gesagt, Überraschung. Ja. Also wir kennen uns wirklich richtig gut, das darf auch jeder wissen. Aber deswegen passe ich trotzdem auf. Ne? Freut mich sehr. Mich freut einfach, dass auch immer mehr Spitzenköche, die Auszeichnung haben von Gourmetführern, die weltweit anerkannt sind, bei uns, bei meinem Lokal Deinokal mitmachen. Ne? Sie werden von mir auch nicht jetzt besser behandelt, aber ich will auch nicht verheimlichen, wenn es ein Freund dabei ist. So ist es jetzt. Magst du ein bisschen was erzählen? Also ursprünglich seid ihr drüben natürlich, Familienbetrieb seit Ewigkeiten, 20 Jahre, weiß ich nicht. Ja, seit 20 Jahren sind wir, haben wir den Michelin-Stern seit 20 Jahren, ja. Seit 1970 sind wir da drin. Wir haben jetzt hier, Odenthal war immer so dunkel, das Ding war auch geschlossen, mehr oder weniger, haben wir gedacht, müssen wir wieder ins Leben rufen. Und dann haben wir während der Corona-Phase das ganze Ding kernsaniert. Aber richtig schön geworden, ne? Muss ich kernsaniert, auch sagen. Also komplett. Das war auch immer so ein bisschen Leidenschaft, mal so ein Wirtshaus, so mit einer Wirtshausküche und
Okay. Das haben wir jetzt geschafft. Wirtshaus Küche ist dann bei dir aber auch, ich sage mal, gehoben, aber nicht abgehoben, habe ich gesagt. Ist das nett? Ja, kann man sagen. Also wir sind schon ambitioniert in der Küche und haben starke regionale Bezüge. Also dass wir die Landwirte mit reinholen und auch die Jägerschaft. Aber in der Küche bist du jetzt hier im Herzoghof nicht, weiterhin drüben in der Post, nehme ich an, oder? Genau, in der Post bin ich immer noch in der Küche aktiv, hier nicht. Hier habe ich den besten Mann der Welt, der Willi. Willi? Willi kocht dann für mein Lokal dann? Ja. Und ziehe ich mir mal eine Jacke an, ne? Ja. Ich freue mich auf die Küche, ne? Ja. Das Reich von Küchenchef Wilfried oder Willi ist 100 Quadratmeter groß. Das ist der Willi. Willi. Mike. Hallo, ich bin der Willi, Küchenchef im Herzoghof. Ja. Junge Dame, hallo, freu mich. Wen habe ich denn da? Becky, okay, super, alles klar. Ja, ich glaube, wir kommen zurecht, oder? Ich will jetzt mal loslegen. Ne? Wir legen los, ne? Und was es gibt, erzählst du mir, oder? Das erzähle ich dir. Alles klar. Also, danke, bis gleich. Ja? So, was haben wir denn? Ich bin gerade in der Vorbereitung für ein geräuchertes Forellentartar mit Avocado. Jawohl. Die Forelle ist aus unserer bergischen Zucht von meinem Fischlieferanten. Okay, du zeigst das schon her, deswegen mache ich das einfach mal. Ja. Die ist auch frisch geräuchert auch? Frisch geräuchert, ja. Nicht, ihr macht das nicht selber, ihr kriegt wir machen es nicht selber, okay. Wir lassen räuchern. Mhm, okay. Ja. Ist doch wohl einer der beliebtesten Fische, oder? Glaub ich. Forelle, Saibling, ich meine, okay, Süßwasserfisch, nicht aus dem Meer. Haben wir ganz oft in unserer Nähe irgendwelche schönen Teiche, Flüsse, Seen, wo einfach eine schöne Forelle heranwächst und das dann noch geräuchert. Okay, dass man das von einem Fischer machen lässt oder so, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Während Mike die Forelle häutet, würfelt Willi Avocado und Apfel. Erzähl ein bisschen, dass wir auch hier was mitbekommen. Ne? Also das ist Sauerrahm oder Schmand? Das oder ist Schmand, 24% Fett. Jo. Ja, der würzt sich leicht ab mit ein bisschen Pfeffer. Mit dem Salz immer vorsichtig sein, weil die Forelle ist auch eingelegt, geräuchert, sag ich mal. Die salzen die ja immer so ein bisschen ein. Ja. Parallel dazu schneiden wir ein bisschen Dill. Pumpernickel hast du gesagt, den das musst du noch rösten, den oder? Den stechen wir einmal aus, den brauchen wir nachher als Sockel. Die geräucherte Forelle, dann mit dem Pumpernickel, das ist geschmacklich für mich alles schon rund. Dann mit dem Schmand, die Cremigkeit, der Apfel. Pumpernickel hat auch schon ein bisschen was Süßes, gell? Das ist ja das Schrot und Getreide grob. Und dann wird das 16 Stunden bei Dampf gegart, müsste man fast sagen. Und es hat ein bisschen was Süßes. Das passt dann wieder gut zu dem rauchigen Forellengeschmack. Was machen wir noch? So, dann habe ich vorbereitet hier etwas naturtrüben Apfelsaft. Ja den werden wir für unser Apfelgelee. Okay. Den erhitzen wir. Mhm. Ja. Was dann noch dazu? Ein Spritzer Apfelessig. Okay. Also eine leichte Säure. Ja, der Apfel ist eigentlich schon sauer, aber nur. Ja, aber süß-sauer und jetzt kommt ein bisschen Säure noch damit dazu. Es muss nicht viel sein. Ja. Dann habe ich Gelatine eingeweicht. Darf ich noch mal schnell? Du hast das ja vorbereitet. Ja, das habe ich vorbereitet, ja. Ah, okay, Moment. Kapiere ich es auch mal für den Zuschauer. Das muss aufkochen. Das muss einmal heiß werden, ja. Und mehr ja eigentlich nicht, mehr weil gar der Geschmack nicht. Ist, wie er ist. Gell? Der Geschmack ist, wie er ist. Wir machen auch kein Pfeffer, Salz, Zucker dran. Das ist naturtrüber Apfelsaft, ja, wie man ihn beim Händler kauft. Und dann machen wir aber aus, ne? Weil wir machen es aus. Gelatine, wenn ihr die verwendet, so Blattgelatine, Wasser einweichen, ausdrücken, in heißer Flüssig ausdrücken. Nur auflösen. Aber nicht aufkochen, dann funktioniert es nicht. Ne? Dann stirbt sie, ne? Ja. Dann ist vorbei. Ja, die ist nicht reversibel. Das Gericht darf dann aber auch keinerlei Wärme bekommen, weil sonst wird dieses Gelee dann auch wieder weglaufen. Ne? Da gibt es zum Beispiel, wenn man das ein bisschen mit Agar-Agar mischen würde, dann hätte es mehr Stabilität, wenn zum Beispiel Wärme dazukommen würde. Aber in dem Fall alles in Ordnung. Aber keine Kräuter, sowas? Nee, gar nicht, gar nichts Apfelsaft, rein. Oder? Gar nichts rein. Wir haben Kräuter in dem Tatar, wir haben den Dill, wir haben dieses pure. Ja. Sollen wir hier Pumpernickel reingeben? Machen wir den Pumpernickel. Den Pipa Pumpernickel rösten wir in Butter. Haben jetzt quasi das Tartar. Darf ich nur mal, dass wir ein bisschen zusammenkommen? Das wird da drauf angerichtet. Das ist oben irgendwie, schätze ich noch drauf, dass sie was Knuspriges haben. Dekorieren das mal ein bisschen mit auf. Gibt es noch was Spannendes für mich zu sehen? Spannendes mehr, nee. Das also, dann lasse ich dich wirklich in Ruhe. Das wird kaltgestellt, dann schaut das so aus. Ja. Ne? Und jetzt warte ich dann mal ab, wie das Anrichten gleich ausschaut. Okay. Ne? Ja. Du, finde ich schön, dass mir jemand mal eine völlig andere Vorspeise macht.
habe ich jetzt überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, wir hatten es so noch gar nicht. Es ist tatsächlich auch Wirtshausküche ein bisschen 2.0. Ich glaube aber trotzdem, wenn ich jetzt so Willi richtig einordne, dass das schon auch so, das wird jetzt nicht fancy angeredet, einfach verständlich, gutes Produkt, schön auf den Teller gebracht und die Altersgruppe 40 bis ohne Ende erkennt es, was auf dem Teller ist. So, glaube ich, wird es kommen. Und bitteschön. Ist das ein Tagesgericht gerade oder habt ihr es auf der Karte? Das kommt jetzt auf die Karte. Kommt jetzt auf die Karte, okay, alles klar. Ist doch fein, wir sind im Wirtshaus und das ist schon also Wirtshaus plus, ne? Die Anrichte passt. Wie ist dein Räucherforellen-Tatar geschmacklich? Es ist so simpel, so einfach und so gut. Schöne, tolle, geräucherte Forelle. Das Zusammenspiel mit dem frischen Apfel, mit dem Schmand, bisschen Pfeffer, bisschen Zitrone, die Frische reicht. Jede einzelne Kresse hat ja auch Geschmack, das wissen viele vielleicht noch nicht draußen. Ne? Die schmecken ja heute nach was. Ne? Also passt super. Dann hast du diesen frischen Zitronenabrieb, Pumpernickel. Geschmacklich Bombe, wirklich ganz, ganz tolle Qualität von der Forelle. Auch der Rauch, der ist auch wirklich sehr angenehm. Es gibt ja auch welche, die sind dann so penetrant rauchig im Geschmack. Nee, das ist alles schön. Dann diese Erfrischung durch den Apfel, der drin ist in diesem Tatar. Und tatsächlich auch noch das Chili. Also es macht das alles rund. Ich finde, dass du hier genau alles richtig machst. Ich würde an dem Gericht auch nichts ändern. Jungs, toll, ich esse das auf. Schön, dass du mitmachst. Ich freue mich aber auch auf die anderen Gerichte. Das muss ich auch sagen. Sehr cool, sehr simpel, gut und ein schöner Beweis, dass nicht nur die Italiener simpel kochen können, oder? Und lecker. Absolut, absolut. Auch der Willi. Auch der Willi. Also, danke. Wir kamen jetzt, glaube ich, gut weg und hat das alles gut und positiv bewertet. Und ich glaube, er fand es auch wirklich gut. Und ich bin sehr zufrieden. Also, klasse. Das wird ein spannender Auftakt. Ach, Leute, Wirtshausküche hat doch wirklich was. Ne? Ich habe wirklich lecker gegessen, dazu habe ich alles gesagt. Ich bin wegen was ganz anderem ziemlich begeistert. A, wie der Christopher wirklich als Spitzenkoch, er selber hat einen Michelin-Stern seit 20 Jahren, so abschalten kann. Er lässt den Willi machen. Und das ist schön. Er hat nie die Wurzel vergessen. Das ist einfach und gut. Und das ist klasse. Und trotzdem wird es spannend, was der Willi da noch rauskloppt. Ja, und ich mache mich auf den Weg. Ne? Ich muss ja noch mal schauen, wo ich morgen bin.